Okay, na dann wollen wir mal ins Archiv. Oh, wir sind im Galebank-Archiv, meine lieben Freunde. Das... Angriff! Hä? Entdeckung! Ah, es ist ein Hinterhalt! Los, Rückzug! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal eine Kreuzfahrt unternommen. Und zwar eine Kreuzfahrt, um Informationen zu bekommen und eine Zugangskarte zur Galebank, zu einem Galebank-Schiff. Und jetzt müssen wir Larry Dombrowski zur Rede stellen, denn er hat nämlich diese Zugangskarte und er muss sie uns geben tatsächlich. Und wir haben ihn schon ordentlich in die Mangel genommen, beziehungsweise seine Kollegen, die mit ihm intrigieren zusammen. Und durfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Auf diesem Luxusliner haben wir einen Notfall ausgelöst. Wir haben am Lebenserhaltungssystem rumgespielt. Ich muss aber ganz kurz, bevor wir das jetzt gleich machen, nochmal was erklären. Und zwar habe ich diesen Luxusliner tatsächlich zwischen dieser und der letzten Episode verlassen, um offscreen eine Nebenmission zu erledigen. Diese Nebenmission war die Mission, die wir, und das muss ich kurz mal zeigen, bekommen haben, als wir einen ganz kurzen Abstecher gemacht hatten. Und zwar einen ganz kurzen Abstecher in diese, ja, ich dachte erst, das wäre eine Gläubigenkolonie, aber das sind irgendwelche Sträflinge gewesen, die Ehelos, ja, genau, das war die Ehelos-Zuflucht, da hatten wir so eine Nebenmission bekommen, finde den verschollenen Arbeiter. Ja, und ich dachte mir, ja, das ist so eine kleine Mission, die wurde ja auch unter Aktivitäten abgelegt, habe ich mir gedacht, mache ich mal, kann ja nicht schlimm sein, da kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte, bisschen Credits und so. Ist ja nichts Schwieriges, einfach einen finden. So, und dann hat sich daraus aber natürlich wieder einiges mehr ergeben. Dieser Typ, der wurde nämlich verschleppt, weil diese Kolonie, das ist eine Sträflingskolonie im Grunde von ehemaligen Sträflingen, die da eine zweite Chance bekommen, um sich da neu aufzubauen. Das gefällt aber den Leuten nicht, die da in der Nähe leben. Und dadurch wurden die da durch Kopfgeldjäger, die da die Aufträge bekommen haben, entführt und die haben da Stress gemacht und haben die Leute auch verletzt und so. Und da musste ich das aufklären und habe dann das geheime Versteck von den Kopfgeldjägern infiltriert. Da waren lauter Kampfroboter drin, die musste ich alle platt machen, die Kampfroboter. Dann habe ich die Kopfgeldjäger zur Rede gestellt, habe denen gesagt, die sollen das nicht mehr machen, die sollen die in Ruhe lassen. Ich habe die Leute nicht umgebracht. Ja, ich habe gesagt, die sollen die in Ruhe lassen. Und dann hat sich rausgestellt, dass diese Kolonie finanziert wird von, und jetzt haltet euch fest, Attila City, diese Waffenhändlerin da, die da ansässig ist in Attila City. Genau, hier gehen wir nach Cheyenne, komm. Und die hat sich dann zu einem privaten Gespräch mit mir hinreißen lassen und hat mir dann als Belohnung, weil ich das gelöst habe, das Problem, hat die mir haufenweise Zeug gegeben, unter anderem natürlich ganz viele Credits, aber auch diesen Anzug hier und noch irgendwas anderes, das weiß ich jetzt nicht mehr, was sie mir noch gegeben hat. Auf jeden Fall hat sie mir diesen geilen Anzug hier gegeben. Der gekühlt veredelt Anzug Friedensstifter legendär. Jetzt zieht euch diesen Namen mal rein. Ja, 100, über 100 Resistenz gegen physischen, also Projektilschaden. Energieschaden 109 Resistenz. Elektromagnetisch 113 Resistenz. Und die Umweltresistenzen auch sehr gut. Der Wert ist 15.000. Der Name ist halt aber auch schon legendär. Ja, wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Starfield reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir das hier spielen. Ich habe mich dann natürlich, nachdem ich diese Nebenmission erledigt habe, wieder hierher begeben, damit wir hier natürlich nahtlos weitermachen können an der Stelle. Aber ich dachte mir, ich erkläre euch das mal. Ich habe natürlich auch das Bedürfnis, das Spiel weiterzuspielen, auch neben den Aufnahmen und Streams. Und deswegen mache ich halt kleinere Missionen, von denen ich glaube, dass sie nicht zu krass in die Haupthandlung mit reinspielen, selber nebenbei noch, damit ich auch ein bisschen zocken kann. Damit ich meine Sucht befriedigen kann auch. Man muss dazu sagen, diese Mission, die ich da gemacht habe, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, die war jetzt nicht irgendwie wichtig für die Haupthandlung. Sie hätte das Worldbuilding nochmal ein bisschen veranschaulicht, weil man da ein bisschen das Gefühl bekommen hat, wie da so die Verflechtungen sind zwischen den Kolonien und wer da wen finanziert und so. Aber prinzipiell wäre sie jetzt für die Haupthandlung nicht wichtig gewesen. Aber war schon irgendwie auch ganz cool, dass ich das gemacht habe. Wie gesagt, solche kleineren Sachen werde ich auch vor allem nebenbei machen. Und natürlich auch Reachen-Missionen habe ich auch wieder gemacht. Da hat es auch wieder die ein oder andere für mich bekommen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich weiß, dass... Der Captain
Ja. Ah! Begebt euch bitte geordnet zu euren Alter, ist das eine Kaffeemaschine, die er hier hat? Bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Guckt mal, was der für eine Kaffeemaschine in seinem Quartier hat. Vor allem, wie klein der Kaffeebecher ist, das Kaffeeglas. Und die Maschine ist so übelst riesig, Alter. Guck mal, Dampf kann man machen, Timer, Filter. Das ist mal eine Kaffeemaschine. Ohne Witz, damit kannst du einen erschlagen. So, pass auf jetzt hier. Larry Dombrowski, jetzt geht's weiter hier an der Stelle. Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Aber sowas von. Meinetwegen, lasst uns verhandeln. Sehr gut, sehr gut. Also dann, lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Lass mich zusammenfassen, ich will deine Karte. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Hm? Weil ich so ein sympathisches Kerlchen bin. Wenn meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Sehr beeindruckend, Professor. Ich habe durchaus eine umfassende Bildung genossen. Aber als Professor würde ich mich nicht bezeichnen. Allerdings bedeutet das Kompliment wohl, dass du kaum etwas von dem verstanden hast, was ich bis jetzt gesagt habe. Um es grob zu sagen... Willst du mir gerade sagen, dass ich blöd bin? Du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Nein, dann gib mir deinen Galbank-Pass. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Geschickt kombiniert. Mehr will ich nicht. Famos. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Es war mir eine Freude, auf meiner Augenhöhe zu parlieren. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Haha. Einen schönen Tag noch. Nice. Bam. Kehre zu Jewgeni Rukov zurück. Wir haben den Zugangspass bekommen. Multipass, meine lieben Freunde. Ich habe meinen Multipass. So ist das unser doch fein. Sicherheitsteam. Ja, euer Sicherheitsteam. Euer Sicherheit ist für den Anus. Aber sowas von. Ich bin hier eingebrochen und rein und rausgegangen, wie ich lustig bin, ey. Ohne Witz. Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen. Wie am Schnürchen. Ich hätte das nicht ohne deine Hilfe geschafft. Freut mich, das zu hören. Vergiss nicht, Delgado zu erzählen, wie sehr ich dir geholfen habe. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Nee, will ich nicht. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Ja, schon gut. Ich verstehe vollkommen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Wege. Darauf habe ich lange gewartet. Ja, dann... Ich schulde dir was, Tovarisch. Tovarisch, sagt er, meine Fresse. Nein, tust du nicht. Das kannst du laut sagen. Ich nehme Dank... Meine Güte, diese Lautsprecherdurchsage. Jesus Christ, ich nehme Dank nur in Form von Credits an. Wie hast du mich genannt, Tovarisch? Keine Sorge, das ist keine Beleidigung. Nur ein sehr altes russisches Wort. Ja, das ist mir schon klar. Bedeutet Genosse. So nenne ich dich ab jetzt. Also gewöhn dich dran. Oh mein Gott. Okay, das kannst du laut sagen. Keine Sorge, du kriegst schon, was du verdienst. Versprochen. Das klingt fast wie eine Drohung, wenn er das so sagt. Tja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Na dann. Tovarisch. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt... Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ihr macht mal euren Notfall. Wie geil die jetzt auch erstmal ausklamüsern müssen, was da jetzt eigentlich los ist. Grüße, Captain. Nice.
Was hast du einfach on-stream an Missionen gemacht? Du meinst off-stream habe ich Missionen gemacht. Ja, ja, ich habe eine Mission, ja, wie gesagt. Habe ich ja vorhin schon erklärt, habe ich off-screen gemacht. Wie gesagt, das wird sich auch nicht anders einrichten lassen. Erstens ist das Spiel so wahnsinnig umfangreich, dass ich wahrscheinlich sowieso nicht alle Missionen zeigen kann. Auch das macht auch keinen Sinn, weil nicht alle davon werden wahnsinnig spannend sein. Ja, ich sag's mal so, ich werde versuchen, die wichtigsten im Stream beziehungsweise dann auch natürlich auf YouTube zu zeigen. Solange ihr natürlich auch Bock drauf habt auf das Spiel. Wenn ihr natürlich auch keinen Bock mehr auf das Spiel habt, ja, dann brauche ich es auch nicht mehr zeigen. Ne? Dann kann ich es auch selber spielen am Ende. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber ja, ich werde mir ja Mühe geben, die wichtigen Sachen und die spannenden Missionen auf jeden Fall zu zeigen. Nebenmissionen und sowas, die jetzt vielleicht eher nicht so interessant. Ich hatte zum Beispiel auch ja schon eine gemacht, noch ein bisschen zurückliegend. Da ging es einfach nur darum, Raider bei einer Forschungsstation abzuknallen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Also das ist halt auch keine spannende Mission gewesen. Ja, das war halt irgendwie, töte sie alle, so nach dem Motto. Und das war halt dreimal töte sie alle, ja. Das war dreimal hintereinander, töte sie alle. Und ich meine, das ist halt nicht spannend gewesen. Das hätte ich auch sehr langweilig gefunden. Weil da ging es halt wirklich, das wäre eine Aufnahme von zwei Sessions gewesen, glaube ich. Oder zwei Episoden, zwei YouTube-Episoden, knapp oder anderthalb ungefähr. Und es wäre halt immer nur, töte die Raider, töte die Raider, töte die Raider. Ja, das ist halt, weiß ich nicht, also da fand ich die Region-Missionen deutlich spannender als dieses Töte die Raider, Töte die Raider. Ich meine, das war ja ganz nett gemacht. Da kamen dann auch Schiffe aus dem Weltraum, sind da gelandet an dem Stützpunkt. Und dann haben die Leute auch richtig abgesetzt und so, die Banditen. Ja, das war ja ganz nett gemacht, ja, aber ich finde das halt nicht spannend. Ich finde generell so Kampfmissionen auch nicht so spannend. Also, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber mich schockt das halt nicht so. Ich finde das halt, das hat halt nicht wirklich irgendwie eine Storytiefe oder so. Das ist halt einfach nur Leute abknallen, weiß ich nicht. Das ist wie ein Schießstand eigentlich. Das war so eine Schießstand-Mission, wenn ihr versteht. Sowas zu zeigen, weiß ich nicht. Schockt mich nicht. Ah ja, wir haben ja jetzt den Zugang nicht mal zur Gale Bank. Stimmt, wir können jetzt hier rein. Gale Bank Archiv. Archiv. Rein ins Archiv. Guten Tag, ich will ins Archiv. Hallo, willkommen im Archiv der Gale Bank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Mann, du arbeitest aber schon echt lange hier, wa? Wenn du schon so sicher bist. Zugangspass zeigen, bitteschön. Sehr gut. Einen Moment, bitte. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Haha, ja, genau. Ich genau trage der. Nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Spielbär LP, Multipass. Ich finde das Verhalten ein wenig merkwürdig. Meins? Aber nein, es ist. Aber nein, aber ja, aber nein. Könnten Sie ein Auge zudrücken? Ich brauche den Job. Ich habe eine Familie zu versorgen. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Alles bestens. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Klasse. Ich wünsche einen wunderbaren Tag. Oh Mann. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ich brauche den Job. Bitte verpfeifen Sie mich nicht. Lol, okay. Na, dann wollen wir mal ins Archiv. Oh, wir sind im Gale Bank Archiv, meine lieben Freunde. Angriff! Hä? Ah, es ist ein Hinterhalt! Los, Jesus Christ, wieso? Entdeckung! Wie viele sind das, Alter? Zum Glück sind die alle inkompetent. Wie war das? Ich mag diese Kampfmission nicht und töte sie alle. Ja, sehr gut. Perfekt. Läuft ja. Ha! Scheiße, habe ich mich erschrocken. War wie ja, explodiert ist. Ja. Okay, aber sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, rückt mal vor. Genau, macht mal. Ihr Saftnasen. Ja, macht mal ein Ableckungsmanöver. Ja, komm her. Was? Zeig dich. Komm raus. Muss aufpassen, dass die nicht von der Seite kommen. Schießt da gerade einer oder ist das ein Lüfter von so einem Gedönsi? Habe ich den jetzt schon umgebracht? Wie sie sich verarschen lassen, ey. Das ist ja heftig. Das ist ja echt extremst. Warte mal, oben ist noch einer. Kann das sein? Ja. Ah, der ist ein bisschen, der kann ein bisschen mehr, glaube ich.
Der ist, hat ein bisschen mehr drauf. Loy, hat der eine Granate geschmissen? Stirb! Mann, der Biowolf ist auch einfach geil, ne? Muss man einfach auch mal sagen. Ist er jetzt geflogen? Das klang irgendwie, als wenn er irgendwie geflogen wäre. Wo ist er denn hin? Ah. Da ist er. Yes, Level up. Nice. Ja, vielleicht auch für die, alle, die sich gefragt haben, warum ich schon so... Warum ich schon einen Levelpunkt mehr habe. Das liegt natürlich daran, dass ich offscreen Missionen gemacht habe. Was haben wir denn da? Zerlegend modifiziert kalibriert. Naja, das ist auch... Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Krendel wollen wir nicht. Streetwear, Leder, Rot. Zerlegend modifiziert. Was soll denn das sein? Zerlegend modifiziert. Mech-Puls. 131 Damage. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mech-Puls, das ist, glaube ich, elektromagnetischer Schaden. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber hat ihm nicht viel gebracht, würde ich mal sagen, ne? Von wegen ist sein erster Tag und so und hast du nicht gesehen. Glaub, es hackt. So, dann wollen wir mal die Daten abrufen. Da hat wohl jemand auch noch hier eine Idee gehabt, hier Daten abzurufen. Die Legacy ist es anscheinend. Begib dich zum Schlüssel. Dann haben wir jetzt die Daten. Genau, der Rest ist Informationen, Background-Informationen. Das könnte man jetzt lesen, das mache ich jetzt aber mal nicht, weil ich will noch mal gucken, ob ich die noch plündern kann, die Nasen. Da ist bestimmt auch noch das ein oder andere Zeug drin, was ich noch ganz gut brauchen kann. Mann, da haben sie mir aber hier einen schönen... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, ich hätte eigentlich damit rechnen müssen, weil der Typ am Eingang schon so komisch war. Ich bin einfach zu leichtgläubig, siehst du? Ich habe dem das fast schon abgekauft, dass er einfach seinen ersten Tag da hat und so. Ihr seht's auch, ich habe ordentlich Munition. Ich hatte dann nach der letzten Offscreen-Mission nochmal bei zwei verschiedenen Waffenhändlern Munition gekauft für meinen Beowulf, weil ich hatte so viel Munition verbraucht. Ihr seht's auch, ich habe auch nicht mehr so viele Granaten. Ich hatte, glaube ich, vorher mehr, weil ich habe die ganzen Roboter in dieser einen Nebenmission platt machen müssen. Die waren ganz schön widerstandsfähig. Dieses geheime Versteck von den Kopfgeldjägern auf diesem... Bei dieser Gefängniskolonie von diesen Sträflingen, wo die neu anfangen, wo die ein neues Leben anfangen, wo die sich was aufbauen, da war alles voller Kampfroboter, alles voll. Da musste ich auch recht vorsichtig vorgehen, das hat auch ziemlich lange gedauert irgendwie. Naja, auf jeden Fall habe ich es geschafft und da brauchte ich dann danach wieder neue Munition. Ich war irgendwie auf 400 Schuss runter. Sammel doch einfach mal alle ein und werf sie weg, wenn es keins ist. Nee, das macht keinen Sinn. Wenn ein Objekt in diesen Spielen, das war bei Fallout auch schon so und es ist auch hier bei Starfield so, wenn ein Objekt in diesen Spielen einen weiteren Nutzen hat, dann ist es so, dass es dann auch dabei steht. Also in der Beschreibung von dem Item steht das direkt dabei. Da muss ich es nicht vorher noch aufsammeln, das macht keinen Sinn. Ich sehe es ja schon, bevor ich es aufsammle, ob es einen weiteren Nutzen hat oder nicht. Also warum soll ich mein Inventar mit Büchern vollknallen? Mein Inventar ist so schon oft viel zu voll. Da muss ich es nicht nur mit Büchern vollknallen, die keinen Nutzen haben. Da bin ich ja chronisch überladen mit Büchern ständig. Das macht ja keinen Sinn. Grafsprung beendet. So. Dann machen wir mal ein Undock-Manöver. Das steht immer dabei, genau. Und das steht auch bei allen anderen Items dabei, was sie können. Auch bei den ganzen Nahrungsmitteln steht immer dabei, was die machen, was die für Effekte haben und so. Muss man halt lesen, ja. Luftschleuse und an Bord. Ich gebe zu, ich war da am Anfang ein bisschen unaufmerksam bei einigen Sachen. Deswegen ist das bei mir ein bisschen untergegangen. Aber man kann tatsächlich immer... Ich habe halt am Anfang alles aufgehoben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Aber du kannst bei allen Sachen immer sehen, ob die einen Nutzen haben. Beim Toilettenpapier zum Beispiel sehen wir, das hat keinen Nutzen. Da steht nichts dabei, ja. Und hier kann man nicht mal was sehen. Wenn da nicht mal eine Beschreibung dabei ist, dann kann man es auch nicht aufheben, ja. Wenn du Bock siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Tja. Der Kerl ist so mies. Der hat wohl keinen Bock, der Bock. Sprich mit Bock. Leute, ich muss mit Bock reden. Ich habe aber keinen Bock, um mit Bock zu reden. Es gibt einen Toilettenpapiertrick. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dein Kumpel Rokoff ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Zum Glück gibt's die Pfeile, ja. Wenn man wirklich gar nicht mehr weiß, wo man hin muss, dann hat man wenigstens noch die Pfeile, die einem die Richtung zeigen. Rokoff ist gar nicht so übel, er hat mir wirklich geholfen. Ach ja? Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Hä? Also dann,
Wenn du für ihn bürgst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Ja, gib ihm eine Chance, komm. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Cricks Vermächtnis. Jawohl. Apropos Informationen. Lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Tja, das war ein Ding mit dem Galbank-Archiv. Das interessiert euch gar nicht, ne? Der Galbank-Transport ist also über Bannock vor verschwunden. Bannock, warum kommt mir das bekannt vor? Das interessiert sie gar nicht mit dem, dass da schon welche auf mich gewartet haben. So. Ich bin schon dabei. Und da ist es. Bannock 4. Mal sehen. Verdammt, Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Tja, ich wäre bereit, es zu probieren. Ein Gasriese der EM-Klasse? Oh, eine Wissenslücke, was? Okay, sperr die Ohren auf und hör gut zu. Das wird später abgefragt. Na, klasse, das Planeten ist mein Spruch. Planeten der EM-Klasse erzeugen unermessliche Mengen elektromagnetischer Strahlung. Und zwar buchstäblich unermesslich. Wenn du zu nah an eine dieser Todesfallen ranfliegst, schmieren sämtliche Schaltkreise ab und dein Schiff ist nicht mehr als eine nutzlose Blechdose. Nicht mein Schiff. Es muss einen Weg geben. Klar, wir ummanteln dein Schiff einfach mit Tonnen von Kupfer und schießen dich direkt rein. Das sollte klappen, oder? Ja, warum nicht? Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt eure Hände an. Cricks hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Cricks hätte nicht aufgegeben. Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Jawohl. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Weil es alles Luschen sind. Neighbor, dem Galbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es ComSpike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Oh mein Gott. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses ComSpike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Da war ich schon. Ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Da wurde ich eingebürgert. Ich brauche etwas Zeit, um die ComSpike-Sache mit Jazz durchzurechnen. Aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Wir kriegen das hin, versprochen. Oh, großartig. Ich arbeite so unheimlich gern mit Naeva. Ach ja? Weißt du, du bist auch nicht jedermanns Geschmack. Also musst du wohl damit leben, Neuling. Hey, das reicht! Cricks Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. Genau. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Ach, bist du jetzt hier die Chefin oder was? Du sollst mal lieber mir hinterher dackeln, ja? Ich hab nämlich hier den Durchblick. Wo geht's eigentlich hier raus? Ach, da, wo Exit steht. Ja, okay. Na, was hast du denn vor? Wie ich ihr jetzt wirklich hinterherlaufen muss, ey. Räumt mal auf hier, ey. Das ist ja nicht noch... Leute, das ist ja nicht normal. Viele Fleeter kommen aus bitterer Armut. Ja, ja. Wir kämpfen um jeden... Wie sie mich einfach anquatschen von der Seite. Viele Fleeter kommen aus bitterer Armut. Bah, 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 bah. Sie hat gar nichts zu sagen. Jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht direkt, weil ich sie ein bisschen auf den Arm genommen habe. Den Satz hätte man aber auch positiv nehmen können. Ich habe mir schon gedacht, dass der Satz nicht positiv gemeint ist, ohne Witz. Ich habe das schon... Die Ironie habe ich förmlich da heraus... Hier, um dein Schiff aufzumöbeln? Was? Nee, hier, ich will mit ihr sprechen. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Hatte ich den jetzt eigentlich mitgenommen? Ah ja, hatte ich. Ja, ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Ich hatte ja den Tresorzugang bekommen. Ja, ja. Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Nice. Es wäre natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokoff nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber das ist dein Problem. Tch. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir.
Okay, 3000. Wir haben alle genug zu tun. Also gehen wir es an. Nice. Nee, 10.800. Geil. Mädel, ich liebe dich. Hast du noch mehr davon? Kommt da aus irgendeinem Schlitz noch mehr raus bei dir? Beweg dich lieber, bevor Dell dich beim Faulenzen sieht. Was? Wer hat was gemacht? Was Wenn soll ich denn Wenn du nicht machen? Auffallen willst, habe ich genau das Neuling, Richtige. Sagen sie immer noch zu mir. Obwohl ich hier schon den Laden eigentlich alleine schmeiße, weil keiner was auf die Reihe kriegt außer mir hier. Dann mal go, Vigilante. Ah ja, wir müssen jetzt unserem Vorgesetzten beim Militär, müssen wir ja wieder, wir sind ja immer noch Doppelagenten quasi. Wir müssen ja immer noch Bericht erstatten, nicht wahr? Na dann, visieren wir das mal an und tingeltangeln da mal rüber, nicht wahr? Oh, da ist ein anderer noch angekommen, habt ihr das gesehen gerade? Nicht schlecht. Go, Gravi-Jump. Kann man Koop spielen oder ist das nur Singleplayer? Es ist kein Koop-Spiel. Nee, du kannst nur Singleplayer spielen. Zumindest wüsste ich nicht, dass es ein Multiplayer ist. Das ist ein typisches Bethesda-Singleplayer-RPG. Oh, was ist denn hier? Warum schießt... Antrieb ist tot. Was war das? Wer war... Will? Sind die mir gerade gefolgt? Das ist ja strange. Warte mal ganz kurz. Das will ich noch. Crimson Fleet Banshee. Der ist mir anscheinend gefolgt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Warum macht der denn sowas? Ach, wie sie den einfach zerlegen, ey. Auch geil. Muss ich etwa jetzt aufpassen, wenn ich springe, dass ich nicht direkt von der Station von den, also von dem Schlüssel direkt zu der Vigilante springe, damit die mir nicht folgen? Luke entriegelt. Wir sind angedockt. Ja, dann mal rein hier. Nice. Ob man Starfield auf einem Gaming-Laptop spielen kann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Am besten einfach mal die Systemvoraussetzungen mal abgleichen. Kann ich nicht sagen. Kommt auf den Gaming-Laptop an, würde ich sagen. Aber ich kenne ja nicht deinen Gaming-Laptop. Weiß ich ja nicht. Musste selber mal gucken. So, dann... Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du? Ha. Scheint so. Ich habe es geschafft, mir den Zugang zur Galebank zu verschaffen. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Naja, bis auf die Leute in der Galebank. Von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Ja, ich wollte gerade sagen. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ach was. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galebank-Computern kopiert hast. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Da wird gerade gesagt, kein Koop und dann 70 Euro. Also für mich ist Koop oder Multiplayer kein Grund, warum ein Spiel 70 Euro kostet. Ein Spiel muss in erster Linie erstmal gut sein und mich mehrere Stunden bespaßen. Ob das jetzt Multiplayer oder Singleplayer ist, ist dabei eigentlich völlig egal, ja. Muss ich mal ganz offen und ehrlich zugeben. Delgado wird sich etwas einfallen lassen. Ich glaube, sie stehen vor einer Sackgasse. Machen wir mal das. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Was? Ist Steph immer einen Schritt voraus? Ich bewundere ihn nicht, aber er hat sich zugegebenermaßen ziemlich gut geschlagen. Seine Geschichten haben dir wohl den Kopf verdreht. Vielleicht warst du nicht die richtige Wahl für diesen Auftrag. Ihr müsst mich mal besser bezahlen. Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der sie Legacy Sie müssten mich ordnen. Mal besser bezahlen, dann wäre ich auch ein größerer Fan von dem ihren Verein hier. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen.
Lieutenant Toft und ich recherchieren Bannock 4. Was, Lara Toft soll das recherchieren? Da kommt doch nichts bei raus. Ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Perfekt. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Cricks Vermächtnis zuerst findet. Und da gibt's Erfahrungspunkte. Nice, wir müssen auch mal wieder Punkte vergeben, stimmt. Dann machen wir das mal. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen jetzt wohin? Triff dich mit Naeva und Jasmin Hallo? Auf dem Schlüssel. Okay, also wieder zurück zum Schlüssel. Nein, jetzt habe ich eh gedrückt. Ich wollte eigentlich direkt ins Cockpit. Egal, da muss ich zum Cockpit hochkraxeln. Ach ja, genau, das muss ich euch auch noch sagen. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Das passt aber ganz gut. Ich habe an meiner Waffenwerkbank mit dem Klebstoff, den wir in den vergangenen Episoden auch bekommen haben, als wir diese Viecher platt gemacht haben in der Sträflingskolonie da, in diesem Gefängnis, da habe ich mal einen neuen Griff an meinen Beowulf dran gebaut. Ich weiß gar nicht, einen taktischen Griff. Da muss ich nochmal nachgucken. An den Beowulf habe ich einen ergonomischen Griff habe ich dran gebaut. Und damit habe ich die Präzision nochmal erhöht. Und damit ist die Waffe jetzt nochmal ein bisschen, verzieht nicht mehr so krass auch beim Schießen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Plus jetzt noch die Boni, die wir durch den Anzug, durch den neuen ja noch bekommen. Da kriegen wir ja mit Gewehren mehr Schaden rein, also 10%. Da ist das Ding jetzt schon eine ziemlich gute Kombo. Mir wurde auch irgendwie gesagt, dass ich wohl in dieser Mission, wo wir den Beowulf gefunden haben, wohl bisher der einzige, zumindest bei den Let's Playern, YouTubern bin, der diese Waffe konkret bei dieser Mission irgendwie bekommen hat. Kann ich jetzt nicht überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß es nicht. Wurde mir gesagt, dass das so ist. Ich gucke ja keine anderen Let's Plays oder irgendwas dazu. Ist mir eigentlich alles wurscht. Deswegen weiß ich das nicht. Aber wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob, wenn das so ist, ist natürlich super. Ja, es ist wirklich schon eine gute Waffe, weil sie einfach halt eine sehr häufig verfügbare Munitionssorte verwendet mit den 7,77 mm Geschossen, die halt sehr günstig auch sind, wenn man sie kauft auch. Also da hat man eigentlich immer genug Munition. Und dann hat man auch halt eine gute Durchschlagskraft, eine hohe Präzision und eine sehr hohe Reichweite eigentlich auch. Das war schon ein echt guter Fund, ja, muss man einfach sagen. Ich habe dann auch direkt mal, wie gesagt, die letzten Punkte da, die letzten Skillpunkte, da hatte ich mal einen in Projektilwaffen investiert, damit ich da auch gleich die zusätzlichen Damage-Prozente bekomme. So, dann wollen wir mal wieder andocken, nicht wahr? Und da wird gesagt, ich spiele seit Amiga 500 und da spiele heute nur sehr selten einen ordentlichen Singleplayer abliefern. Wo manche Indie-Games fesselnder sind als AAA-Titel, messe ich heutige Spiele schon an deren Möglichkeiten, auch Koop zu unterstützen. Ich tue das nicht. Ich tue das tatsächlich überhaupt nicht. Für mich ist Multiplayer überhaupt kein Kriterium. Im Gegenteil, oft finde ich, ist es sogar das Gegenteil. Wenn in einem Singleplayer-Spiel, so zum Beispiel wie diesem hier, dann einfach noch ein Multiplayer reingezwungen wird, obwohl das vom Gameplay eigentlich gar nicht vorgesehen wird, führt das oft dazu, dass das Kerngameplay im Singleplayer oft auch darunter leidet, weil man irgendwelche Multiplayer-Mechanismen da reinbringt, die dann irgendwie wieder im Singleplayer auch vorhanden sind, aber da wieder keinen Sinn ergeben und das einfach das ganze System dann wieder durcheinander bringt. Insofern bin ich tatsächlich eher froh, wenn gar kein Multiplayer drin ist tatsächlich. Statt dann da auch noch Entwicklungsressourcen dafür verschwendet werden. Zeit, Geld und Mühe von den Entwicklern, die dann eigentlich in bessere Missionen reinfließen könnten oder in besseren Inhalt für einen Singleplayer. Geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. So, nice. Da haben wir das Gespräch mitgehört. Alles klar, Neuling. Und, Nächster Halt, New Atlantis. Mann, ich werde ja hier durch die ganze Galaxis gescheucht. Wanda Yu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-920 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. So, klingt, als wäre sie nützlich. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Juan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototypstadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Ah, super.
Ich werde ihn in einem Stück zurückbringen. Das will ich aber auch hoffen. Oh, und noch was. SY-920 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Verstanden. Perfekt. Das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Case Place? Währenddessen sorge ich dafür, dass Jazz was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Com-Spike in deinem Frachtraum ist. Jesus Christ. Was kannst du mir über Juan sagen? Wir reden später. Brauche alles nicht, die Infos. Jetzt gehen wir nach New Atlantis wieder. Meine Güte, hin, her. Die scheuchen mich ganz schön rum hier, ja. Das muss man wirklich mal sagen. Nee, also für mich ist Multiplayer kein Kriterium für irgendwas tatsächlich. Und oft finde ich, ist es tatsächlich eher besser, wenn es keinen Multiplayer hat. Ich finde Multiplayer oft einfach auch nervig. Captain, grüße. Weil dann auch oft, also das kommt bei mir noch extra dazu, da wird bei mir auch noch immer gefragt, ja, mach mal ein Multiplayer-Koop-Projekt oder so. Nee, hey. Danke, muss nicht sein. Bin ich nicht der Typ für, ich bin halt auch einfach nicht der Multiplayer, davon mal abgesehen, ja. Das ist einfach für mich nichts. Das sagt mir einfach nicht zu, ja. Und ich finde, das ist kein Qualitätsmerkmal auch. Und nur weil es Spiele gibt, die mit kleineren Teams Multiplayer umsetzen, heißt es nicht zwangsläufig, dass das jetzt jedes große Spiel auch so machen muss. Ist auch nicht so. Es hängt immer ganz davon ab, ob es reinpasst oder nicht. Wenn es reinpasst, von mir aus, dann soll man Multiplayer machen. Oder auch nicht, das ist dann im Auge des Entwicklers. Und wenn man wegen einem mangelnden Multiplayer das Spiel dann nicht haben will, naja, dann ist es halt so, dann kauft man halt was anderes, was dann Multiplayer hat. Es ist ja nicht so, dass man das als Ausschlusskriterium sehen muss. Also, wenn man es halt als Ausschlusskriterium sieht, dann soll man halt dann auch entsprechend so kaufen. Was weiß ich. Dann kauft man sich's halt nicht. Nicht wahr? So. Dann wollen wir mal dahin fahren, wo wir hin müssen, wo auch immer das jetzt genau nochmal ist. Was ich für Specks habe. Also heute hatte ich richtig guten Speck, heute früh. Er hat richtig gut geschmeckt, das war richtig lecker. Nein, ich habe eine 4080 RTX, ich habe einen 13900 KF oder so und ich habe 64 GB RAM. Und es läuft eigentlich sehr gut auf maximalen bzw. Ultra-Einstellungen. Unterdeck. Ah ja, das Unterdeck. Stimmt, das gibt es ja hier auch in der Stadt. So, dann gucken wir mal. Wie komme ich da hoch? Ah, das ist... Oh, das ist aber ein cooles Restaurant da oben. Da möchte ich gerne mal was essen. Da gibt es bestimmt Rattenburger. Nicht schlecht. Ah, hier können wir uns mit ihr treffen. Ja, dann machen wir das mal. Ich nehme an, du bist Navas Neuzugang. Du musst die Schmugglerin sein. Hey, ich habe einen Namen. Spielbär-LP. Und wenn ich mich hier daran erinnern muss, werde ich das auch. Ich fliege SY-920 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Neva sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Dann mach das. Aber ich habe Bedingungen. Lass hören. Gut. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Du bist Mitglied meiner Crew. Na toll. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Na toll. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Na toll, dann krieg ich ja auch was, ne? Dann krieg ich ja Bezahlung, wenn ich bei dir auf dem Schiff arbeite. Ich habe auf das zusätzliche Feuer gezählt. Was? Ich habe auf das zusätzliche Feuer gezählt? Verstehe die Aussage jetzt irgendwie nicht. Wenn etwas schief geht, verziehst du dich einfach. Keine Ahnung. Ich mach mal verstanden. Gut, dann sind wir uns einig. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan.
und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Gut, dann machen wir das. Wir reden auf dem Schiff. Triff dich mit Juan auf der Run spät. Dann machen wir das. Dann gehen wir da mal hin. Na, bin ich mal gespannt. Ah! Ja, das ist auch wieder geil, weißt du? Einfach im Weg stehen bleiben und auf das Ding gucken. Solche Leute habe ich ja auch gefressen. Mitten auf der Treppe, unten stehen bleiben und erstmal gucken. Das ist mal ein ganz schön großes Schiff. Alter, guckt euch das mal an. Das ist ihr Schiff, meine lieben Freunde. Das ist kein Haus. Das ist ihr Schiff. Kann man so ein Ding sich auch zusammenbauen? Bestimmt. Das ist eh noch so eine Frage. Wie riesig kann eigentlich das eigene Schiff noch werden? Ich meine, unseres ist jetzt auch nicht gerade klein, aber es ist, wenn ich das jetzt so betrachte, ist es auch nicht gerade groß irgendwie. Alter, guckt euch diesen Oschi an. Junge, Junge, heftig, heftig. Und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.